Ich finde, wir brauchen jetzt ein Gegenprogramm, Karl. Gut. Wir brauchen ein Gegenprogramm und das heißt Pohlmann. Was suchst du denn? Okay, nichts. Ja, dann ist ein Lächeln. Aber genau das versuche ich nicht zu tun. Das macht ihr beim Stadel immer, ne? Was heißt, ich hab's einmal gemacht. Hast du echt so gelächelt? Mach nochmal. Wie lächelt man? Karl, ja. Bist du eigentlich reich? Ja, ich meine, für 2 Monate könnte ich leben. Dann gehe ich mal runter zu Pohlmann. Aufpassen. Dem ist das, glaube ich, ein bisschen... Hältst du mir das Mikro mal eben? Jetzt heute ist anders. So, bitte. Danke. Puh, der ist anstrengend, sage ich euch. Passt aber hervorragend zusammen. Findest du? Bravo, sag das nicht. Sag das nicht. Jungs, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ingo, ich habe mich ja. Guck mal, jetzt noch nicht mal jetzt hält dein Mund. Das hätte man bei ihm mal im Stadion machen sollen. Hättest du es genauso machen können? Ja, glaube ich. Da wäre ich nur gar nicht angewiesen bei dir im Stadion da hinten. Dein Mikro lassen wir ja noch an, extra. Ja, Gott sei Dank. Ingo, ich bin ja schon seit Jahren. Moik. Hier. Gib mir 2 Minuten. Dann wirst du nicht rauskommen. Dann darfst du wieder. Ich stelle mich jetzt mal ein bisschen x-beinig hin, damit ich so auf eurer Höhe bin. Nein, jetzt machst du wieder so eine Reiberstelle. Warte mal hier. Vielleicht bleibt einfach einer von euch bei auf Moik. Dann hat er was zu tun und kann Lachen üben. Ja, ich mach. Das geht auch. Ich mache einfach eine eigene Ansage. Das geht auch. Ingo, wenn er jetzt im Mund hält und wenn er was sagt, dann tun wir so, als hätte er nichts gesagt. Ne? Du, man kennt ja von dir, wenn jetzt Sommer wäre. Ja. Kannst du das mal ansingen kurz, dass ich dich einmal live, wenn jetzt Sommer wäre? Ja, warte, ich mach mal so. Ja. Oh ja, ich kann auch so ein bisschen so wieder machen. Willst du das mitsingen? Nee, das kann ich ja gar nicht so mitsingen. Nein? Ich glaube nicht. Ich kann ja. Wenn jetzt Sommer wäre, wäre ich hinterher. Mir ein Shirt anzuziehen und dann ab ans Meer. Der Winter hier läge hinter mir. Ich hätte ein Eis auf der Zunge und würde nicht mehr frieren. Wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Warte. Oh, oh, dass sich das Wetter ändern wird. Und alle! Wenn jetzt Sommer wäre. Diese Stelle. Wenn jetzt Sommer wäre. Super. Dankeschön. Das war. Du darfst gleich gerne wieder hier zurück. Das war eigentlich der Song, der dich total berühmt gemacht hat, ne? Ja, total berühmt. Im Norden und im Westen auf jeden Fall. Im Süden noch nicht so? In eher so einer Moik-Gegend noch nicht so? Ja, auch ein bisschen. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, Kalle? Jetzt kennst du es. Ja, jetzt kennst du es. Und das ist total schön. Ich finde, bis es im Fernsehen so ein bisschen verwurstet wurde und unter jede Liebesszene gelegt wurde, ne? Ja, war hat dich das so? Genervt? Ich habe es nicht so beobachtet. Du hast keinen Fernseher? Nee. Hast du echt nicht? Nee, ich habe keinen. Ich hab's mir gedacht. Und weißt du was, als ich gehört habe, dass du wirklich zugesagt hast, heute aber zu kommen... Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht Fernsehen gucke. Das ist schon ein bisschen manchmal. Meine Freundin hat einen und dann gibt es schon mal so Sessions bis morgens um 6 Uhr. Dann. Bis morgens um 6? Ja. Das halte ich ja gar nicht aus. Ich höre mal keinen Schlaf. Schlaf, meine ich. Der hört sich ein bisschen frotschig an, fand ich jetzt. Ein bisschen Schlaf würde sich das gerade an, dafür, dass du bei der Freundin bist und viel Fernsehen musst. Wir hören mein Lieblingslied von Ingo Pohlmann zurück zu dir von seiner ersten CD, die heißt Sehnsucht und Fernweh, Heimweh und Fernsucht. So, Fernseh und Heimweh, sowas, irgendwie sowas. Hagen Kuhr übrigens am Cello, virtuos, sag ich euch, freut euch. Und der Moik ist schon ganz ruhig geworden, ich sing mit. Sich so sinnlos zu betrinken, sie Sex
ohne Gefühl. Also nutzt du den Rausch und denkst dir etwas aus und dann fallen dir wieder tausend Dinge ein, die man noch mal starten könnte. Doch der Wille wird weichen von den schönsten Ideen. Sie werden am Tage mit dem Rausch vergehen. Doch die Nacht wird kommen. Und die Nacht wird lang. Und mit dem Rausch kommt auch wieder der Tatendrang zurück zu dir. Zurück zu dir. Es bleibt ja nichts so bestehen. Komm, lass uns verschwören gehen. Dieser Moment, er kommt ja so nie wieder. Komm, wir singen nochmal die alten Lieder, die sich so neu anfühlen hier auf den langen Stühlen. Und der Wille wird weichen von den schönsten Ideen. Sie werden am Tage mit dem Rausch vergehen. Doch die Nacht wird kommen und die Nacht wird. Jungs, danke schön. Jetzt muss ich mir jetzt mal wieder, möchtest du mich mal was fragen, Karl? Aber es ist gar nicht so dein Ding, ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, jede Musik ist gut, die gut gemacht wird. Und das ist super, wie sie das gemacht hat. Ehrlich wahr. Das ist auch ganz toll. Karl. Ja. Jetzt musst du wieder eine Ansage machen. Hab